Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel und herzlich willkommen zu einer weiteren Buchvorstellung aus meinem gar nicht mal so umfangreichen Buchfundus. Heute geht es um das Buch HTML5 Apps. Ein Buch, welches man schon sieht, ist schon ein bisschen ausgefranst. Ich habe es schon des Öfteren benutzt. Ist ein Buch, welches ich wie fast alle meine Bücher wieder mal im Thalia gefunden habe durch Zufall. Für den unglaublich kostengünstigen Preis von 30 Euro. Ja, Fachbücher sind immer teuer. Besonders wenn sie A4-Format sind und wie viele Seiten hat das Ding? 350 Seiten hat. HTML5-Apps sind ja im Kommen und gleichzeitig auch zerrissen von Menschen, die eigentlich nicht so viel Ahnung haben. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit HTML5 Apps und Spielen und muss sagen, HTML5 hat tatsächlich eine große Zukunft, nur eben, dass alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Ich habe einige HTML5 Apps auch schon programmiert, ganz simple Sammel-Apps, wo ich meine Reklamhefte katalogisiere oder wo man Amiibos sammeln kann und solche Geschichten, kann ich dir gerne unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da hat mir dieses Buch gut geholfen, weil es zeigt vor allem, wie man eine App, die man online auf dem Server lagert, so aussehen lässt, als wäre es eine native, also eine richtige Android- oder iOS-App. Und das ist sehr interessant, vor allem, weil du dann bestimmte Sachen umgehen kannst, zum Beispiel diese Freischaltungen. Normalerweise ist ja so, du legst bei Apple eine App hoch und die gucken sich die dann eine Woche lang an, beziehungsweise die gucken die sich 5 Minuten lang an, aber bis du dran bist, ist wie beim Arzt, muss man eine Woche warten. Und das hast du eben hier nicht. Das heißt, hier musst du nur die URL irgendwie publizieren. Das ist halt das Problem. Und dann hat der User die App da. Gleichzeitig kann man die Apps bei Android und bei iOS auf dem Homescreen speichern, richtig mit Icon. Und dann sieht es exakt aus wie eine App. Ich habe für meine Freundin mal eine Sammel-App für 3 Fragezeichen programmiert. Und sie wusste nicht, dass es keine echte App ist. Und das zeigt mir, dass für den normalen Bürger eine HTML5-App total ausreichend ist. Und sie ist vor allem in der Regel schneller programmiert als eine native App, bin ich der Meinung. Das heißt, natürlich muss man HTML5 können, CSS3 und JavaScript. Das sind also 3 Sprachen, also 2 Markup-Languages beziehungsweise eine Markup-Language und eine Design-Language, nenne ich es mal, und eine Programmiersprache. Wir werden in dem Buch auch diverse Bibliotheken dargeboten und auch, also sprich, wie man denn eine App so aussehen lässt, als ob sie nativ wäre. Dafür wird vor allem jQuery UI genutzt und was auch noch mit drin ist, ist ein Kapitel von 20, 30 Seiten über Cordova. Was ist denn Cordova? Cordova kann man fast gleichsetzen mit PhoneGap. Das heißt, PhoneGap setzt auf Cordova auf. Und zwar kann man damit HTML5-Apps in native Apps umwandeln, sozusagen wrappen, sagt man dazu. Das heißt, da gibt es dann ein natives Programm, das ruft dann eine sogenannte Webview auf, also einen Browser, der dann die App darstellt. Und dann ist das Verhalten genau gleich, dass die User denken, oh, wir konnten uns das Ding aus dem App Store runterladen, ist ja viel geiler. Also da wird auch, denke ich mal, in den nächsten 5 Jahren noch ein Umdenken stattfinden mit dem Firephone. Heißt es Firephone? Nee, heißt gar nicht Firephone. Auf jeden Fall das WebOS von hier Firefox. Das ist ja komplett HTML5 basierend. Und wenn das so ein bisschen in die Richtung weitergeht, denke ich, dann haben wir irgendwann tatsächlich nicht mehr diese Problematik mit den 100 verschiedenen Geräten, sondern können alles über eine Sache abwickeln und das wäre dann in dem Sinne HTML5 beziehungsweise vielleicht gibt es ja bis dahin schon 6. Es wird ja immer an der nächsten Version gewerkelt. So, das Buch habe ich hier in der 3. Auflage vorzuliegen. Vielleicht gibt es auch schon eine 4. Auflage, ich weiß nicht. Wenn ich es bei Amazon gefunden habe, schicke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung den Link. Ist ein sehr praxisbezogenes Buch, das heißt viel Code, gut erklärt, aber nicht zu viel. Das heißt, man kann schön viel zu Hause rumexperimentieren und das Beste, es entstehen keine Kosten, weil man einfach alles schon da hat. Ja, HTML5 Apps, ein Buch, was ich immer wieder gerne aufschlage, lege ich dir, falls du darin interessiert bist, ans Herz und wünsche dir in diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Mal.